Und man sieht, also mit dem Universum kriegen sie hin. Da kriegen sie hin. Aber ich bin da ganz anders hingekommen. Also natürlich über mein Physikinteresse, das ist auch klar. Und eben Star Trek lief das erste Mal im deutschen Fernsehen in den 70er Jahren. Also auch wieder zur Apollo-Zeit. Und zu der Zeit, als ich begann, mich für Physik und Wissenschaft zu interessieren, so als kleines Kind halt. Und Star Trek lief als Kinderserie, war das gemacht. Deswegen hat das ZDF auch nur 37 der 80 Folgen gezeigt, weil man die restlichen 43 hielt man für nicht niveauvoll genug. Also für Kinder mussten wir erst bis zum Privatfernsehen warten, bis uns die restlichen 43 Folgen präsentiert worden sind. Und es lief immer parallel zur Sportschau. Und ich weiß noch genau, da konnte ich mich nie durchsetzen. Ich wollte das sehen, aber ich konnte mich nie durchsetzen, weil mein Vater natürlich Fußball-Bundesliga gucken wollte. Ja, da kam sie nicht gegen an. Aber immer, wenn die nicht kam, dann kam Star Trek. Und dann habe ich natürlich Star Trek geguckt. Und dann habe ich mit Lego-Bausteinen diese Raumschiffe gebaut. Das weiß ich noch genau. Aber schon damals habe ich mich eigentlich mehr interessiert für diese Türen, die da so automatisch aufgehen. Ja, oder für das Beamen. Das fand man ganz toll. Und da wurde so das Interesse auch geweckt für das Universum. Und man hatte irgendwie das Gefühl, dieses Universum ist verdammt groß. Auch als Kind wusste ich damals noch nicht, wie groß. Ja, aber man hatte schon das Gefühl, es ist schon ziemlich groß. Und das war eigentlich mehr das Interesse. Auch die Sprache ist ja sehr physikalisch, die die haben. Die verwenden so Begriffe, was natürlich viele dieser Begriffe machen keinen Sinn. Aber wenn man sich das genau überlegt, viele machen eben auch Sinn. Und deswegen ist Star Trek relativ gut gemacht von der technischen Seite her. Und die erklären auch ziemlich viel. Müssten sie eigentlich gar nicht. Dass dann auch noch ich hätte fast gesagt, soziologische Komponente dazu kommt, dass da Gut und Böse eine Rolle spielt. Und Böse ist auch nicht immer so ganz böse. Meistens befindet sich Böse ja in irgendeiner gewissen Not und deswegen handelt man so und so. Ja, das habe ich als Kind noch gar nicht so wahrgenommen. Also das ist dann erst mit Star Trek The Next Generation gekommen, als das ins Fernsehen kam, dass man das halt auch gesehen hat. Und da wurde es ja auch noch ins Extrem dann präsentiert. Aber ich habe mich eigentlich immer mehr so für die technische Seite interessiert und fand das ganz spannend, dass da wirklich so Technik beschrieben wurde. Und heutzutage ist das natürlich besonders spannend, weil ich finde, eines unserer spannendsten Gebiete, die es im Augenblick in der Physik gibt, ist diese ganze Planetenforschung. Die Planeten, die man außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, wo man ja quasi im Wochenrhythmus irgendeine neue, tolle Entdeckung findet. Und man sieht, dass es in diesem Universum offenbar Planeten gibt, und zwar alles Mögliche an unterschiedlichen Planeten. Und dass man über diese riesigen Distanzen überhaupt etwas von diesen Planeten herausbekommt. Also das halte ich für sensationell. Und also, wo ich vor 20 Jahren noch gedacht hätte, gut, ich werde das nicht mehr miterleben, dass wir vielleicht mal irgendwie in diesem Universum vielleicht mal Spuren entdecken könnten von Leben, in welcher Form auch immer, würde ich jetzt sagen, oh, ja, ich bin 48, wenn ich vielleicht noch so 30, 40 Jahre durchhalte und das in dem Tempo weitergeht mit den Entdeckungen, vielleicht ja, so, dass so ein Planeten zumindest eine Atmosphäre hat aus Stickstoff und Sauerstoff und so. Vielleicht kriege ich das noch mit. Ja? Und das finde ich eben sehr spannend. Und das ist ja bei Star Trek auch, da hat man ja auch das Gefühl, dass das Universum extrem bevölkert ist. Also überall, wo sie hinfliegen, haben sie eine Sonne und da sehen sie irgendwie diese Planeten rumkreisen. Ja, so scheint es wirklich zu sein. Ja, das hat man damals nicht gewusst, aber so scheint es wirklich zu sein. Damals war man eher der Meinung, naja, es ist vielleicht doch ein riesiger Zufall hier mit unserem Sonnensystem, mit unserer Erde, die sich so in diesem Abstand befindet. Das hat sich gewandelt. Heute sagt man, so ziemlich jeder Stern scheint irgendwie Planeten zu haben und es scheint beliebig viele Planeten zu geben. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit enorm gestiegen, dass es sowas wie uns irgendwo dann eben doch da draußen gibt. Und das finde ich einfach wirklich spannend, dass man da jetzt sozusagen sich seriös darüber unterhalten kann. Und wenn ich einen Vortrag über die Physik von Star Trek halte, nutze ich dann auch Star Trek, um mich über Planeten und diese neuesten Entdeckungen zu unterhalten.